Hey, mein Name ist Tom und das ist Tom Tour. Wir sind beim Best Bike Event 2017 in Saalfelden. Das und mehr nach dem Intro. Die ÖMTC Fahrtechnik hat mich hier eingeladen, beim Best Bike Event dabei zu sein und ich darf den Parcours auch fahren und ihr könnt dadurch auch mal ein bisschen was sehen davon, denn ich nehme euch heute mit. Okay Leute, wir fahren jetzt die allererste Station und das ist die Station Bremsen. Mal sehen, wie das läuft. Du beschleunigst auf die Geschwindigkeit, wo du glaubst, dass du noch vor der Hütte fährst. Mhm. Und da durch Bremsen. Okay. Fahrst du zu der Bremsen an, dann liegt die Geschwindigkeit. Das ist das Problem erkannt. Finde ich alles klar? Du wartest bitte auf mein Handzeichen, dann starten. Okay. Okay Leute, ihr habt schon gehört, jetzt die erste Übung. Alle Instruktoren zählen mir zu sozusagen. Mal sehen, wie das jetzt wird. Ich bin das Motor noch nicht gefahren. So. Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, ich probiere es glaube ich mit 60 bis 70. Mehr ist mir zu risky. Und ich will auf keinen Fall zu spät, also ich will auf keinen Fall über das Ziel hinausschießen. Das ist mir das Wichtigste. Lieber früher stehen bleiben und auf No Risk spielen, als auf zu viel Risk spielen, damit wir das Ganze halbwegs gut machen und die erste Übung, ich muss gucken, auf jeden Fall, wow, wird spannend. So was habe ich noch nie gemacht und ich bin mega begeistert, weil das ist halt echt was, was sich was bringt, was man wirklich, oder kann man was mitnehmen bei sowas. Das ist für alle, das ist für alles was... Schneller hätte es vielleicht noch 1 km/h vielleicht noch 2 km/h. Okay Leute, wir fahren jetzt zur Kurvendynamikstation und schauen uns mal an, was da auf uns wartet. Der Erwin Machtling ist auch wieder mit am Start bei dem Ganzen. Den haben wir ja mal interviewt, das ist eine lebende Legende. Und da vorne steht wieder die Super Duke. Oh, ich will die Super Duke. Lass mich die Super Duke fahren. So, schauen wir mal, was da jetzt für eine Aufgabe auf mich wartet. Musst diese Strecke einmal links herum und einmal rechts herum fahren. Du musst dort ausweichen, fast die Runde her, kommst dann hierher. Und hier musst du eine 180 Grad Wendung durch die Hütchen machen. Uns ist es wieder wurscht, ob du so umdrehst oder so umdrehst. Aber ich fahre einfach um das Hütchen um und dann wieder in die andere Richtung um. Du musst durch dieses Tor wieder durch die Messanlage, dann stoppt die Zeit. Du musst aber mit dem Vorderrad hier drinnen stehen, sonst gibt's Strafsekunden. Okay Leute, dann probieren wir das Ganze. Jetzt ist auf Zeitnehmung, ich bin gespannt. Ich halte ein bisschen die Klappe, damit ich mich konzentriere, wenn ich nicht falsch fahre. Aber ihr werdet das miterleben. Also ein bisschen Musik für euch. Wir müssen auf jeden Fall die Hütchen möglichst eng nehmen, damit wir da möglichst viele Chancen haben. Und da, okay, das war jetzt viel Zeit verloren jetzt. Wieder durch die Hütchen hier. Das war langsam. 39,09. Das war langsam, oder? Ich habe mir schon gedacht, so in dem Zeitmoment, das war langsam. Das ist auch wieder eine Frage, wie viel riskiert man? Ja. Nein, das Problem ist, man kennt das Motorrad und da will man auch nicht viel riskieren. Okay Leute, das war jetzt mal die Kurvenstation. Wenn ich, sag ich mal, mit meinem Motorrad gefahren wäre, wäre es auf jeden Fall schneller gegangen, weil dem vertraue ich ein bisschen mehr. Dem hier, das kenne ich nicht, dem kann ich nicht so vertrauen. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Und zwar, schau mal, wo es jetzt hingeht. Slalom fahren tue ich gerne. Das mache ich auch auf der Straße, wenn mir mal wieder langweilig wird. So, Strecke ist klar. Strecke ist klar. Gut. Einmal umdrehen und dann wieder da durch. Aber da gibt es keinen fixen Stichpunkt. Richtig. Okay. Aber es gibt eine spezielle Aufgabe. Ja. Auf den 6 großen Hütchen ist auf jedem zweiten so ein Babyhütchen drauf. Okay.
Deine Aufgabe ist jetzt auf Zeit zum ersten hinzufahren, okay, das Babyhütchen abzunehmen, okay, auf den nächsten abzusetzen. Beim okay, dritten Hütchen wieder das Babyhütchen abzunehmen und das vierte Hütchen zu transportieren. Beim okay, fünften Babyhütchen abnehmen und auf dem sechsten aufzusetzen. Dann ist der Slalom freigegeben, dann wird es auch etwas schneller mhm, mit größeren Abständen. Den Slalom abwechselnd rechts, links, wie du beginnst, ist deine Sache. Mhm. Um das letzte Hütchen herum 180 Grad umdrehen. Okay. Wieder abwechselnd rechts, links oder links, ja, rechts, aber abwechselnd. Bis zum großen Hütchen, wo jetzt ein Babyhütchen sitzt. Und das jetzt wieder zurückversetzen. Und das Ganze auf Zeit. Also ich muss nichts laden, ich muss ihn nur versetzen. Genau. Oder musst du entscheiden. Aber der ist wahrscheinlich, also wenn ich es umschmeiße, habe ich auch ein Problem. Machst du es mit der rechten Hand. Genau, du kriegst Strafe und wenn das falsch ist, kriegst du eine zweite Strafe beim Zurückfahren, weil es ja dann wieder falsch ist. Ja, Hütchen umsetzen. Ich bin gespannt. Okay, schauen wir mal. Ich hoffe, ich hau nichts um. Schlicki. Das war nix, Leute. Das war ein epischer Fail. Also Leute, wir sind komplett außer Konkurrenz, Gott sei Dank, weil jetzt wären wir spätestens draußen gewesen. Das war auf jeden Fall ein epischer Fail. Naja, kann man nichts machen. Ich bin gespannt, ich bin ja da dabei heute am Nachmittag. Okay Leute, jetzt fahren wir zur nächsten Station, zur Tornanti. Das kenne ich aber, das kenne ich sogar, das kenne ich von vom ÖMTC-Zentrum in Machtrenk. Ach, das bin ich dieses Jahr schon mal gefahren. Das sind die gleichen wie in Machtrenk, glaube ich. Das kennen wir doch schon aus Machtrenk, Leute. Schauen wir mal, ob wir von meinem Vorsichtstraining noch viel was. Mein Vorsichtstraining ist auch schon bei ihr aus. Okay, also ihr habt gehört, der Erwin wird jetzt das ganze Tempo regeln, wie wir die Runde fahren dürfen. Keine Ahnung. Mal sehen, ob meine Skills noch da sind. No! Das Ziel ist es, hier auf jeden Fall den Kopf möglichst reinzugeben in das Ganze. Und was ich immer sag, Kopf bewegen, wenn du Kurven fährst. Ja, jetzt fahren wir die Serpentinen. Schauen wir mal, was das wird. Also ich muss ehrlich sagen, ich vermisse mein Motorrad ein bisschen, weil ich vertraue dem Motorrad echt nicht. Beim Bremsen war es mir relativ egal, aber gerade in der Kurvenlage, wenn der Reifen dem nicht vertraut, also wenn ich nicht weiß, wie der Reifen ist und alles, das ist immer ein bisschen schwierig für mich. Oder da bin ich echt unsicher. Liegt vielleicht auch daran, dass man, was das angeht, vielleicht einfach zu wenig Motorrad gefahren ist mit verschiedenen Arten von Reifen und dass man sich da deswegen so ein bisschen zurückhält oder ich mich extrem zurückhalte. Aber fehlerlos, das war das Wichtige, dass wir die Übung gefahren sind. Ah, die habe ich schon mal gesehen auf YouTube. Das ist eine böse Challenge. Wisst ihr warum? Weil ich da jetzt gleich die Kette nehmen muss und die Kette, glaube ich, auf Spannung halten muss oder so. Irgendwie sowas habe ich auf YouTube mal gesehen.
Ah, das wird eine böse Challenge. Eieiei. Dann schauen wir mal, ob ich mich nochmal so blamier wie bei der. Die Kette ist auf jeden Fall irgendwie ein Element. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das ein Element ist. Oh Gott, das wird spannend. Okay Leute, jetzt fahre ich die Handling Challenge und ja, wir werden es gleich sehen, ob es klappt oder eben nicht. Der sicherste oder Handling Challenge Meister werde ich nicht werden. Das wird gar nichts, aber so überhaupt. Oh, oh, oh. Das wird ein enormer Fail werden. Das ist richtig böse, weil die Sachen sind so verklemmt dargestellt. Ah, okay Leute. Heute lassen wir auf jeden Fall dann die Probe sehen und wir sehen uns nachher das natürlich noch an, wie es dann ausschaut bei den anderen Challenges. Das ist richtig tricky, weil einfach die so versetzt sind, so gemein. Das ist das Fiese. Mit dem rechnest du nicht. Ich hab's zuvor von dir gehört, aber ich meine, dann geschaut und denkst und du konzentrierst dich auf alles, aber das ist